Chanubin, und willkommen zu einem Dokkan-Battle-Video. Heute ein Freezer-Race. Ich habe kurz vergessen, was wir machen. Und wir starten auf 3, wenn du ready bist. Stell dich einfach vor, kurz besser. Ich bin Rinson Esai und habe schon letztens bei seinem Livestream schon mal erwähnt, also geschrieben, beziehungsweise geschrieben, dass ich gerne mal mit ihm aufnehmen wollte. Genau, und ich habe nur gesagt, dass du dich vorstellen sollst, weil ich schon wieder vergessen hatte, wie man deinen Namen ausspricht. Rinson Esai. Ja. Hat sich ganz gut gemacht. Habe ich schon. Na gut, auf 3 drücken wir los, oder? Bist du am Anfang, ja, wa? Ja. Gut. 1, 2, 3. Das ist einfach mal ein kleines Battle bei einer mittelmäßig schweren Map. Bei Black wäre ich wahrscheinlich ein bisschen am Arsch gewesen, da er ein Monoteam hat und ich nicht. Deshalb haben wir uns für Freezer entschieden. Der ist eigentlich ganz okay. Ist nicht zu schwer und nicht zu leicht, dadurch, dass ich einfach mit einem One-Hit killen kann am Ende. Hast du auch gerade so Probleme mit den Trainings-Items? Training-Items? Ich habe nur kaum noch Ghost Usher. Wenn du die. Meinst du Training-Items oder normale Support-Items? Nein, Training. Ja, Training-Items. Ein bisschen bei den Tech-Items, weil ich so viele Techs in letzter Zeit trainieren musste. Ach, ich habe alles leer fast. Ja. Ich habe eigentlich alle Set-Schwerter weg und diese Panzer auch und alles. Die Panzer. Davon habe ich eigentlich noch recht viele, aber ich save. Also ein paar save ich immer, weil ich mir denke, wenn ich Buhan oder sowas ziehe, dann brauche ich ganz viele von denen. Hätte ich mal ein paar zurück extra. Aber ich hatte mal noch. Ich hatte mal so einen Tag, da hatte ich einfach fast über 4-5 SR gezogen, hatte ich leider nicht aufgenommen, weil ich einfach so für mich privat gezogen habe. Kenn ich. Und dann hatte ich die alle erweckt und da habe ich die alle hatte ich die alle trainiert und dann war es alles eigentlich alles weg. Da war ich knapp, genau wie bei der Kasse, da hatte ich fast nur noch 4-5 Millionen. Boah, da war ich mal richtig pleite, Alter, ich konnte gar keinen mehr erwecken. Das war die Zeit, wo ich dachte, ich höre vielleicht auf zu spielen, weil ich keinen Bock mehr hatte, das alles zu farmen. Bist du schon beim AGL-Freezer, ja, wa? Nee. Was? Bin jetzt schon beim physischen. Was? Er hat mit einem Fitzel überlebt. Jetzt bin ich beim physischen gleich. Ich hatte Glück, direkt 2 Gogetas, aber jetzt starte ich beim physischen ohne. Obwohl, nee, doch nicht. So, beide waren. Okay, der zweite war Two-Shot. Also. Das dauert bei mir etwas länger, weil. Wegen meiner FPS. Ja, das ist kacke. Müsste eigentlich nochmal so. Wir müssten dir so einen 2-Minuten Vorsprung geben wegen deinem FPS, glaube ich. Kacke, lasse ich das so? Ach ja, kann er eh nicht ulten. Obwohl, er könnte ulten, glaube ich, aber es ist noch keine One-Hit-Ulti. Gerade sieht eigentlich gut aus mit den. Oder kann ich die wechseln? Ja, kann ich zum Glück. Ich weiß gar nicht, ob er meine gerade gelockt hat, aber es hat mir nichts ausgemacht, weil er hat sie perfekt gelockt, falls er es gemacht hat. Den Tank an der Stelle, wo er zweimal angreift und Gogeta hier. Oh, was hat er gemacht? Das war gerade von dumm von mir. Ich habe gerade alle Kugeln für Goten verschwendet. Ich dachte, dass Brawl davor war und habe einfach alle physische Kugeln weggeschnaggelt. Ich dachte früher, dass je mehr Kugeln man hat, desto stärker man wird. Ich weiß nicht warum. Also inzwischen weiß ich, dass es nur durch Nuken stärker wird, aber ich war der festen Überzeugung. Kann sein, dass ich bald jetzt schon sterbe bei einem AGL-Freezer, der hat mich schon super attackt und boah. Nicht sterben, das wäre viel zu unspannend. Okay, der Turn war ein bisschen kacke. Ja, dich? Nein, ich ihn mit Gogeta. Wollte schon sagen, Alter, One-Hit, what the fuck? Gogeta hat bei mir vorher nicht ge-One-Hitted, komischerweise. Der hat 41 gelassen. Boah, ich hatte verloren. Wieso? Ich hab nur noch 1934. Boah. AP. Ey, ich hasse diese Bilder, wo Leute zeigen, dass sie noch ein HP haben und denken, wie krass Glück sie hatten, aber sie hatten einfach nur Kaioken Goku im Team. Voll viele denken immer, die haben Glück gehabt. Boah, ich hätte gern Kaioken Goku. Ah, Akku auf 50%. Ich dachte, wenn man gute Leute hat, also gute Teammitglieder, ist es eigentlich richtig krass, aber wenn man nicht so gute hat wie ich, dann ist es eigentlich nicht so. Bei mir geht's ja noch, aber würde besser eigentlich gehen. Man kann ja richtig geile Karten haben, aber wenn man kein Monoteam hat, hat man halt viel zu wenig Leben. Ich bin gerade. Ich werde. Greift der Full Power Freezer dreimal an? Ja, aber davon. Ich weiß nicht, wie oft er zählt, aber. Ist, glaube ich, jetzt Glückssache, ob er ein oder zweimal direkt zählt am Anfang. Gratis Kacke. Notfall benutzen Ghost Usher oder so. Als ob er noch lebt. Nee, das meine ich, habe schon losgelegt und der hat mich schon über die Hälfte runtergezogen. Achso, du bist jetzt gerade in der Runde und du weißt nicht, ob er nochmal angreift? Der hat angegriffen und ich glaube, ich bin tot, oder? Ja, ich bin tot. Nein, ich habe genau jetzt, also jetzt würde ich
Jetzt gewinne ich, jetzt kommt die Attacke von Goku. Ist ernsthaft gestorben? Gegen Full Power Freezer? Scheiße. Ja, hätte ich gewusst, dass er jetzt schon so, dass er schon zweimal angreift. Er macht extrem viel Schaden. Da ist wieder so ein Nachteil da, ich immer so als Bambo. Ja, du bist gewohnt, dass du extrem hohe Defense hast wegen Mono-Teams und sowas. Ja. Das ist kacke. Ich habe allgemein, als ich zum ersten Mal gegen ihn gekämpft hatte, der kam ja, das Event war ja voll lange nicht da, ich war verwundert, wie viel Schaden der macht für so ein altes Event. 30.000 pro Schlag knapp. War schon impressed. So, ich bin jetzt durch. Heißt, du hast bis in der Sekunde gestorben, wo ich gewonnen hatte. Das fand ich lustig. Aber gut, das ging ja doch schon schneller als gedacht. Bist du im Menüscreen? Ja, ich zeig nur kurz mein Team. Achso, okay. Ja gut, das ging dann schneller als ich dachte. In der Beschreibung findet ihr dann seinen Kanal, wo wir es mit einem monophysischen Team versuchen. Rinson Essay, war doch richtig, oder? Ja, genau. Nice, Alter. In der Beschreibung findet ihr Rinson Essays Kanal, da versuchen wir es mit einem monophysischen Team. Das ist nämlich der einzige Gott, den ich habe, Broly. Damit es ein bisschen... Er könnte auch Monotech-Team oder sowas benutzen, aber er benutzt mir zuliebe extra sein schwächeres Team. Wie gesagt, guckt in der Beschreibung für das zweite Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Tschernobyl und ciao! Ciao.